wenn wir hier über New Game reden, dann werfen wir vielleicht ganz kurz einen Blick auf das Old Game oder das, was im Augenblick läuft. Und neben den Untersuchungen, die Heike Bruch und ihre Kollegin machen, gibt es unter anderem die Gallup-Studie. Die machen global in regelmäßigen Abständen große Untersuchungen mit Millionen von Mitarbeitenden, wo sie ebenfalls nach Engagement fragen. Engagement. Wie engagiert sind Mitarbeitende in Firmen der Welt? Und ich habe Ihnen hier mal das Ergebnis für Deutschland aufgezeigt. Da sind also tatsächlich 15% engaged. Und engaged heißt laut Gallup wirklich mit Seele, mit Energie bei der Arbeit. Die große Masse, und das hat Herr Schober gestern schon mal angedeutet, der kannte das schon, sind, wie Sie sagen, not engaged. Beschrieben wird das hier so als sleepwalking throughout their workday. Die sind jetzt nicht korrosiv, aber denen ist das egal, die sitzen ihre Zeit ab, stören aber auch nicht weiter. Und besonders interessant finde ich diese letzte Kategorie, die 24%, die sind actively disengaged. Das wären wahrscheinlich die Korrosiven. Das sind diejenigen, die aktiv versuchen zu sabotieren, was ihre Kollegen anstellen im Unternehmen, um das voranzutreiben. Und das kann ja eigentlich nicht sein. Und um dieses Game oder um diese Situation zu verändern, lade ich Sie ein, an einer ganz anderen Ecke mal anzusetzen. Vielleicht noch ein Punkt, wenn wir über Change reden, dann ist Change ja auch etwas, was da noch on top kommt. Ja, und ganz viele Menschen fühlen sich ja im Alltag schon vielleicht ähnlich wie dieser hier. Und wenn dann noch zusätzlich die Herausforderung kommt, naja, dann kein Wunder, dass man resigniert oder vielleicht sogar versucht, irgendwie psychologisch in eine korrosive Ecke auszuweichen. Und vielleicht noch der letzte Punkt, das Thema Kultur ist ja ganz dominant hier. Und Sie kennen vielleicht den Spruch von Peter Drucker und das schöne Bild dazu, Culture Eats Strategy for Breakfast. Wenn Sie auf der Sachebene die tollen Strategien fahren, dann ist das das eine. Aber wenn natürlich alle in die andere Richtung in-house dagegen sind, dann können Sie das mit der Strategie abhaken. Also, was kann man denn sonst tun? Und ich möchte Ihnen vielleicht ganz kurz noch zeigen, was versuchen denn Unternehmen normalerweise? Wie starten sie? Wie versuchen sie, Engagement zu zeigen? Und da gibt es drei große Strategien, die normalerweise nicht funktionieren. Die erste ist, ich nenne das mal die Pull-Strategie, ne? Sie schmeißen Geld an die Sache. Ja, hier ist der dicke Bonus. Wenn du das tust, die Karotte vor der Nase, dann ziehen wir dich hoffentlich in die richtige Richtung. Das ist nicht nur teuer, weil es nämlich direkt Geld kostet. Das funktioniert auch nicht, wie verschiedene Studien nachweisen. Wenn Sie mal Daniel Pink Drive, da gibt Untersuchungen, wo ökonomische, finanzielle Anreize kontraproduktiv wirken, wenn es darum geht, dass Leute kognitive Leistungen erbringen sollen. Wenn es darum geht, viel Gewicht zu heben, funktioniert es. Aber wenn Sie sich anstrengen sollen mental, dann ist, je mehr Sie bekommen als Belohnung dafür, umso schlechter performen Sie. Die meisten Jobs, über die wir reden, wenn wir über Unternehmen reden, sind dieser zweiten Art. Also das Ding funktioniert nicht. Die auch weit verbreitete Variante, die Unternehmen versuchen zu fahren, ist, dass sie hier die Kompetenz, die Verantwortung für das Mobilisieren der Mitarbeiter an die charismatische Führungskraft delegieren. Sie sind doch hier der Chef, machen Sie mal, Ihr Team, Mitarbeiter. Auch das ist von gewissen Risiken geprägt. Zum Ersten ist das ein knappes Gut. Der charismatische Führer, die Leader-Persönlichkeit, die gibt es nicht so oft. Die können Sie auch nicht beliebig produzieren oder klonen, wenn Sie einen gefunden haben. Und vor allem, wenn das jetzt noch eine Situation ist, in der Sie mit der Komplexität der Sache kämpfen, geht das nicht. Die gestern genannte eierlegende Wollmilchsau, die gibt es nicht und die kann das Problem im Kern auch nicht lösen, weil der weiß auch nicht, wie es geht vielleicht. Gerade wenn es um Prozesse geht, Komplexität ist immer wieder gefallen, Unsicherheit, Volatilität, da ist es nicht so, dass einer weiß, wo es lang geht und den Leuten das nur sagt, sondern da weiß auch die Führungskraft vielleicht nicht, wo es endet. Also auch dieser Weg führt eigentlich nicht zum Ziel. Und die dritte Komponente, typisch deutsch, man versucht das Ding zu regeln. Man führt entsprechende Prozesse ein, strukturiert das, legt fest, was wann getan werden soll. Und auch das funktioniert typischerweise nicht. Ich habe hier Ihnen was mitgebracht. Wann funktioniert es? Es funktioniert, Regeln funktionieren, wenn Sie damit den Rahmen festlegen. Und ein schönes Modell für Regeln, die Rahmen festlegen, sind zum Beispiel die 10 Gebote, 343 Worte. Oder die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, 499 Worte lang. Ja,
Wenn Sie auf einem Top-Level bleiben und den Rahmen beschreiben, funktioniert das. Wenn Sie aber versuchen, wirklich ins operative Detail einzutauchen und das zu regeln, ne, dann landen Sie hier, ne, wo Sie zum Beispiel bei der EU-Verordnung über den Import von Karamellbonbons auf schlappe 29.900 Worte kommen. Das funktioniert nicht mehr. Ne? Was ist die Alternative? Ich lade Sie gern einmal über das Thema Spiel zu reden. Spiel, und da gibt es eine sehr schöne Definition, die gefällt mir eigentlich fast am besten, von dem Herrn Suits, ist das freiwillige Überwinden unnötiger Hindernisse. Ich habe am Mittagessen, war ich am Tisch, da ging es um einen Wettbewerb, der hier irgendwo in der Nähe in der Stadt stattfindet. Da versuchen Sie, eine Treppe hochzusteigen, irgendwie 400 Treppen, und das versuchen Sie dann so oft zu machen, bis Sie die Höhe des Mount Everest erreicht haben. Also knapp 8000 Höhenmeter werden da zurückgelegt, über mehrere Stunden. Und das ist ein typischer Fall, da machen Leute etwas, ja, mit sehr viel Energie und sehr viel Anstrengung, was sie auch ganz anders machen können. Oder Golf spielen. Ne? Wenn Sie wirklich nach der einfachsten Variante suchen würden, den Ball in das Loch zu kriegen, dann würden Sie ihn in die Hand nehmen, hintragen und fallen lassen. Das würde aber keinen Spaß machen. Ne? Was tun Sie also? Na, Sie müssen das mit so einem Schläger, und dann bauen Sie noch Wasserlöcher und Sandbunker rein. Und dann fängt das Ganze an, Spaß zu machen. Das ist ein Spiel. Jetzt, das Spiel ist das freiwillige Überwinden. Ein Wandel verlangt das freiwillige Überwinden notwendiger Hindernisse. Denn das ist ganz oft so, wenn Sie eine Veränderung vorhaben, dann gibt es in der Regel gute Gründe. Das haben wir auch jetzt in den verschiedenen Beiträgen gehört. Da weiß jemand, wir sollten uns verändern. Ich habe auch eine grobe Vorstellung, wohin. Ich weiß vielleicht noch nicht genau, wie der Weg aussieht. Sie erinnern sich an die Kurven, die da heute Morgen gezeigt worden sind, wie die Befindlichkeit sich verändern kann, während man durch diesen Prozess läuft. Aber Wandel, typischerweise notwendige Hindernisse. Und wenn Sie erfolgreichen Wandel wollen, dann würde ich sagen, geht es auch darum, dass das freiwillig gemacht wird. Ja? Denn natürlich können Sie Leute drücken oder bedrohen. Ja? Aber die Frage ist, was Sie dann am Schluss für eine Energie übrig haben, wenn dieser Prozess zu Ende ist. Und wenn Sie das so anschauen, dann hängt das ganze Thema sehr stark, weil es ja auch immer Menschen sind, die sich da verändern sollen oder die diesen Wandel vorantreiben sollen, an der Motivation. Was bewegt Menschen? Warum macht jemand etwas? Und da habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht, wo Sie mal Leute sehen, die eindeutig motiviert sind. Also denen sieht man an, dass die da etwas machen mit viel Engagement, mit viel Leidenschaft, mit hoher positiver oder produktiver Energie. Und das ist ein Fotograf, ich habe Ihnen unten mal die Webseite auch angenannt, der hat Spieler fotografiert, die sitzen vor ihren Computern und sind am Gamen. Und da sehen Sie, dass da eine ganze Reihe von Emotionen entsteht. Die Leute sind also mit Energie bei der Sache. Und das ist interessant, denn ein Spiel, das freiwillige Überwinden unnötiger Hindernisse und gerade solche Online-Games, solche Spiele, da sind sie ja mit einer notorisch sinnlosen Aktivität eigentlich unterwegs. Inhärent ist da kein Nutzen, sie machen es aber trotzdem. Was machen sie? Sie sind zum Beispiel hier unterwegs. Kennen Sie vielleicht Facebook, Farmville? Oder Sie machen vielleicht Fallout 4, irgend so ein Ego-Shooter-Game oder solche Games, wo Sie da unterwegs sind. Diese beiden Spiele habe ich genommen, um Ihnen auch so ein paar Zahlen mal zu zeigen. Für Farmville werden pro Sekunde 8000 Pflanzen gepflanzt auf der Welt. Fallout 4 ist das Spiel, das muss ich regelmäßig wieder ersetzen. Dieses Mal war, ich glaube, November letzten Jahres, das Spiel, was innerhalb von 24 Stunden den meisten Umsatz gemacht hat. Also Leute geben Geld aus und investieren Zeit. Fallout 4 hat innerhalb von den ersten 24 Stunden, in denen es am Markt war, schlappe 750 Millionen Dollar eingespielt. Das ist im Vergleich zum erfolgreichsten Film aller Zeiten. Das war bisher die letzte Version von Star Wars. Die haben in 3 Tagen, also am ersten Wochenende, 580 Millionen in die Kassen gebracht. Insgesamt, das finde ich auch eine ganz spannende Zahl, wenn Sie die Zeit aller Online-Gamer zusammenzählen und gucken, wie viel spielen denn die pro Tag, dann kommen Sie auf schlappe 49.000 Jahre Spielzeit. Alle Menschen, die unterwegs sind auf der Welt und spielen, verbringen pro Tag knapp 50.000 Jahre vor ihren Games und an ihren Spielen. Also das heißt, da macht irgendjemand etwas sehr richtig. Diese Spiele schaffen es, Leute mit Geld, mit Zeit zu mobilisieren.
Und was ich gerne mit Ihnen anschauen will, ist, wie machen die denn das? Denn das Thema, diese Designprinzipien von Spieldesignern zu nehmen und auf andere Kontexte zu übertragen. Das, was ein Spiel spannend macht, eine notorisch sinnlose Aktivität, das müsste doch relativ einfach sein, diese Designüberlegungen in etwas zu übertragen, was auch noch tatsächlich in der Realität einen Sinn ergibt. Das Ding nennt sich dann Gamification, dass das Stichwort mal gefallen ist. Fragen wir also, was treibt denn Menschen beim Spiel an? Und das ist tatsächlich untersucht worden. Und wenn Sie schauen, in einem Spiel, jeder von Ihnen hat vielleicht mal irgendein Online- oder Handyspiel gespielt, da erleben Sie sich typischerweise als selbstbestimmt. Sie spielen das Spiel, Sie sind da in Charge, Sie haben zwar einen Auftrag, irgendwie eine Mission, eine Aufgabe, müssen dann ein Problem lösen, können das aber relativ autonom machen. Sie erleben sich auch als kompetent, dafür sorgt auch der Spieldesigner. Der fängt an mit einer einfachen Geschichte, wo Sie dann langsam sich daran entwickeln und weiterwachsen können. Vielleicht müssen Sie irgendwann mal Geld ausgeben, um die wertvollen Werkzeuge zu kaufen. Aber Sie erleben sich da eigentlich als ein kompetenter Akteur in diesem Kontext. Und Sie haben ein ganz klares Ziel. Sie wissen genau, was Sie tun müssen, um das Spiel zu gewinnen, was die nächste Stufe ist. Und wenn diese drei Elemente gegeben sind, dann hat ein Herr Csikszentmihalyi mal herausgefunden, dann entsteht ein Zustand, den kann man als, oder hat er als Flow bezeichnet. Das ist so ein, da sind Sie voll eingetaucht in die Aktivität, Sie vergessen Raum und Zeit und spielen Tage und Stunden lang mit wachsender Begeisterung. So. Wie kommt das? Das hat was mit Motivation zu tun. Und so ein kurzer Ausflug in Motivationsfaktoren, da gibt es die zwei großen Kategorien, haben Sie vielleicht auch schon gehört, intrinsische und extrinsische. Und die intrinsische, das Problem ist, die können wir nicht wirklich von außen steuern. Die ist in uns allen angelegt. Das ist eine Kategorie, das sind Bedürfnisse, die da von jedem von uns mitgebracht werden. Und die vier großen Kategorien, in die man die normalerweise einteilt, sind diese hier, Relatedness, Autonomy, Mastery und Purpose. Wir sind alle soziale Wesen, wir finden das cool, mit anderen Menschen Sachen zusammenzumachen. Deshalb sind so viele auf Facebook. Da finden Sie Ihre Freunde, tauschen Sie sich aus. Das ist etwas, da muss uns niemand was für bezahlen. Das machen wir, weil wir das gerne machen. Autonomie. Wenn Sie Ihre Freiheitsgrade zunehmen, wenn Sie Dinge machen können, wenn Sie autonomer werden in Ihrem Handeln, wenn Sie mehr Optionen haben, auch das ist etwas, wo wir alle hinterher sind, finden wir eine gute Sache. Muss uns auch niemand für motivieren. Das passiert automatisch, das ist intrinsisches Potenzial. Mastery, wenn Sie ein Musikinstrument spielen, eine Sportart betreiben, da stecken Sie viel Geld rein, viel Zeit, weil Sie gut werden wollen in etwas. Und das ist auch etwas, wir sind alle gerne gut in Sachen. Irgendwas haben Sie sicher, was Ihnen wichtig ist, wo Sie stolz drauf sind, dass Sie das beherrschen, was Sie vielleicht auch besser beherrschen als andere. Auch das ist eine intrinsische Kategorie von Motivation. Und die letzte Komponente, Purpose, wenn Sie etwas haben, was Ihnen wichtig ist, etwas Wertvolles und Sie sich für das einsetzen. Das Beispiel mit den Pflegeheimen, was Sie in der Pause auch gesagt haben. Der Grund, warum Leute das machen, ist, weil das eine sinnvolle Aktivität ist, eine sinnvolle Tätigkeit. Super Motivationsquelle, völlig ohne extrinsische Faktoren. Jetzt extrinsisch, auch da gibt es so ein Akronym, SAPS. Wie können Sie Leute durch extrinsische Anreize motivieren? Und das sind eben die Dinge, die ich auch als Unternehmen im Griff habe, die kann ich gestalten, die kann ich designen. Status. Ich habe die goldene Kreditkarte oder die, keine Ahnung welche, Frequent Flyer Karte, die mir zeigt, dass ich ein wichtiger Mensch bin, dass ich irgendwas Tolles erreicht habe. Access, bleiben wir beim Frequent Flyer Programm. Ich habe Zugang zur Lounge, wenn ich in der Senatorklasse fliege, die anderen haben das nicht. Ich habe Zugang zu Informationen, ich habe irgendwelche Dinge, die mir zur Verfügung stehen, die ich qua meiner Vorleistung quasi erhalten habe. Power, ich kann Dinge beeinflussen, die andere nicht beeinflussen können. Ich habe die Macht, Dinge zu tun, zu entscheiden, zu gestalten. Das können Sie jemandem einräumen. Und der letzte Punkt, Stuff, das ist so die ganze Kategorie, angefangen bei Geld, also Dinge, die ich Ihnen geben kann, vom Bonus bis zu den Punkten oder den Meilen, die Sie sammeln können, das motiviert uns auch, das treibt uns an, sagen, da wollen wir mehr von haben, das sammle ich, damit kann ich vielleicht nachher wieder irgendwas anfangen, irgendwas ausgeben. Und wenn Sie jetzt mal diese intrinsischen und extrinsischen Motivationsfaktoren angucken und das nochmal über unsere Flow-Kurve legen, dann merken Sie, dass wir mit selbstbestimmt, kompetent und fokussiert auf ein Ziel die ersten drei dieser intrinsischen Faktoren abdecken. Deshalb sind Leute in solchen Spielkontexten
so begeistert dabei. Und wenn wir es schaffen, andere Kontexte mit diesen gleichen Motivationsfaktoren zu versehen und zu bedienen, dann haben wir eine Chance, Motivation zu erzeugen, und zwar intrinsische. Jetzt, was heißt das für Führung im Wandel? Gucken wir uns das an. Ich habe Ihnen hier ein kleines Modell mitgebracht, wo ich sage, Steuerung über Kontext. Das ist eigentlich mein Stichwort, was ich Ihnen gerne mitgeben würde. Und was meine ich damit, wenn ich das sage? Sie haben ja typischerweise die zu motivierenden Personen, Mitarbeitende, die sind in einem Unternehmenskontext. So wie die in einem Spiel spielen, haben sie im Unternehmen Kontexte, in denen Leute arbeiten, in denen sie ein Verhalten zeigen, wo das System zu einem Feedback generiert. Zum Teil automatisch, zum Teil über persönliche Feedbacks oder Erlebnisse, die da generiert werden, durch die Interaktion zwischen der Person und dem System. Und als Führungskraft gestalten Sie das. Das ist die Designaufgabe, die Sie haben. Vorhin, der Herr Unterlandstädter hat ja auch gesagt, was ist denn, oder die Führungskräfte, die jetzt nicht mehr die Experten in den Dingen ihrer Mitarbeiter sein sollen, was machen die denn dann? Naja, die gestalten genau solche Kontexte, in denen die Mitarbeitenden durch etwas, was ihnen eine Rückmeldung gibt, merken, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Das ist eine Gestaltungsaufgabe, die Sie als Führungskraft haben. Und wie gestalten Sie? So, dass diese Bedürfniskategorien, Relatedness, Autonomy, Mastery, Sie können das auch anders kategorisieren, man kann das auch noch weiter runterbrechen, aber das Ziel muss sein, dass durch die Interaktion intrinsische Motive angesprochen werden können und bedient und befriedigt werden. Und wenn Sie das schaffen, dann setzen Sie so einen Loop in Bewegung, wo Motivation, Engagement, auch Widerstandsfähigkeit entsteht. Beispiele, wie wir da vorhin in dem Lufthansa-Zitat gesehen haben. Das mag dann schwierig sein, aber wenn wir da alle gemeinsam vor diesem Drachen stehen und ihn erschlagen und jagen, dann kann das Spaß machen. Das war in dem Zitat. Das ist so das Design, das Konzept, das Framework, was ich Ihnen anbiete, und aus meinem Einstiegstitel, die Aufgabe der Führung, die ich Ihnen ans Herz legen würde, wären Sie Chief Engagement Officer. Schaffen Sie Kontexte, die Engagement, die Motivation schaffen. Und wie das genau geht, das gucken wir uns gleich an, aber zuerst möchte ich Ihnen noch zu diesem etwas abstrakten Modell ein ganz konkretes Beispiel zeigen, wie das funktionieren kann, wenn ich hier über Kontextsteuerung rede. Und zwar habe ich Ihnen das hier mitgebracht. Sie sehen da einen U-Bahn-Ausgang in Stockholm, in Oslo. Und Sie sehen da eine Treppe und eine Rolltreppe. Und Sie wissen alle, wenn wir 100 Jahre alt werden wollen, müssen wir die Treppe steigen, weil das ist Sport im Alltag. Während gemütlich die Rolltreppe hochzufahren, das ist halt einfacher. Deshalb machen das auch die meisten. Und die Aufgabe, die hier gestellt worden ist, war, wie kann ich die Leute dazu bringen, dass sie die mühsame Arbeit auf sich nehmen und die Treppe steigen, anstelle die bequeme Variante mit der Rolltreppe zu nehmen. Und gucken Sie sich mal an, wie das da gelöst worden ist.
das meine ich mit Kontextsteuerung. Und zwar auch ein ganz wichtiger Hinweis, oder? Sie machen nicht ein Spiel aus der Sache, sondern Sie machen eine Feedback-Komponente, die Sie vielleicht aus dem Spiel finden würden, in die Alltagssituation hinein. Das ist ganz wichtig. Gerade wenn wir über Spiele und Anwendungsfälle reden, dann ist es muss man aufpassen, wenn man in seriösen, ernsthaften Dingen plötzlich anfangen will zu spielen. Und das geht es auch nicht. Sondern es geht um die Designelemente, die Spiele spannend machen und die anzuwenden in einem Kontext, in dem ja, Motivation erzeugt werden soll. Gut, also, jetzt heißt das ja auch nicht, dass wir die extrinsischen Faktoren über Bord schmeißen. Die braucht es, sie sind ganz wichtig, aber die Rolle, das Verhältnis dieser beiden intrinsischen und extrinsischen Motivationsfaktoren zueinander, das ist entscheidend. Sie haben nämlich, wenn Sie es gut machen, sprechen Sie die intrinsischen Faktoren als Motive für das Handeln an. Das ist der Grund, warum Sie sich bewegen. Die extrinsischen, die sind das Medium, um Rückmeldung, um Feedback zu zeigen. Sie kriegen irgendwie Punkte, Sie sehen einen Status, der aufsteigt, nicht als Zweck, als Ziel, als Motiv, sondern um Ihnen zu zeigen, auf Ihrem Level in Mastery sind Sie jetzt ein Stückchen weitergekommen. Sie brauchen dieses Mediale, um den Leuten die Rückmeldung zu geben, das Feedback zu geben, wo sie stehen. Das ist eine Orientierungshilfe, Feedback. Aber das Motiv liegt nie in den extrinsischen Faktoren. Das erschöpft sich sofort. Wie funktioniert es jetzt? Ich möchte Ihnen gerne drei wichtige Bausteine noch mitgeben, wie man das jetzt anwendet, wie man das umsetzen kann, auf was man achten sollte, wenn man damit experimentieren will. Das Erste, das haben wir gestern auch schon angeschaut, die Sache muss Spaß machen. Spaß, und das ist eben so im Alltagsverständnis eine sehr verkürzte Bedeutung, die wir diesem Begriff beimessen. Spaß kann eben ganz vieles machen. Es gibt hier so ein Modell von der Nicola Sarro, die unterscheidet zwischen vier Arten von Fun, four types of fun. Das, was wir normalerweise mit Spaß meinen, ist das, was sich hier Easy Fun nennt. Da fahren wir in die Ferien, haben eine schöne Zeit, gucken einen Film an, machen irgendwas mit Freunden, da entspannen wir uns, da sind wir irgendwie am Kreativmachen. Easy. Da wird Autonomie bedient. Wenn wir Autonomie erleben, macht das Spaß, weil es schön ist. Es gibt das genaue Gegenteil davon, Hard Fun. Hard Fun ist, wenn Sie das mühsame Problem geknackt haben. Wenn Sie hier bei Lufthansa den Drachen am Schluss erlegt haben, dann macht das Spaß. Sie sehen, dass Sie vorankommen. Das ist harte Arbeit, das muss harte Arbeit sein. Wenn das zu leicht ist, dann hat es nicht das Potenzial, Spaß zu machen. Aber da sind Sie stolz auf das, was Sie erreicht haben. Da merken Sie, dass Sie weiterkommen, da erleben Sie sich als wirksam, da können Sie was verändern. Das macht Spaß. People Fun. Wir sind alle gern mit Menschen zusammen. Wenn Sie was gemeinsam machen, wenn Sie ein eingeschworenes Team sind, dann macht das Spaß. Das ist ein Motivationsfaktor. Und Serious Fun, die Königsdisziplin, wenn Sie es schaffen, dort eine sinnvolle Aktivität den Leuten vor Augen zu führen, dass sie mit ihren Werten sich einbringen können und dort was machen, was ihnen wichtig ist, irgendwie da Ding in the Universe, wie der Steve Jobs das genannt hat, hinterlassen, dann schaffen Sie Motivation. Und alle diese Dinge sind potenzielle Spaßfaktoren, wenn Sie so wollen. Das produziert Motivation. Sachen müssen also Spaß machen, sprich, sie müssen Bedürfnisse befriedigen können. Natürlich hat nicht jeder die gleichen Bedürfnisse. Oder auch zu unterschiedlichen Zeiten sind Leute unterschiedlich stark mit verschiedenen Bedürfnissen unterwegs. Deshalb müssen Sie darauf gucken, mit wem Sie da zu tun haben. Das ist generationsspezifisch, das ist vielleicht sogar genderspezifisch, das ist kulturspezifisch. Die Bedürfnisse, die Ausprägung und die Strategien, um sie zu befriedigen, sind unterschiedlich und da müssen Sie darauf achten. Es gibt hier eine Kategorisierung, die jemand gemacht hat, wo unterschieden worden ist, was motiviert Leute, was finden die interessant? Sind die eher interessiert an den Personen, mit denen sie interagieren, oder eher an den Inhalten auf der Sachebene, also auch eine Matrix, nicht nur die Uni macht das, sondern hier auch. Und auf der Achse quer dazu, wollen Sie agieren mit den Dingen, das irgendwie dominieren, aktiv bearbeiten oder geht es Ihnen nur um die Interaktion? Und das gibt vier Felder und in diesen vier Feldern gibt es vier unterschiedliche Typen von Menschen, die man da klassifizieren kann. Ganz oben links, die über andere Personen dominieren wollen, das sind die Selbstdarsteller. Die wollen sehen, dass sie besser sind als andere. Die wollen sich messen, die wollen sich vergleichen und dann wollen sie, wenn es gut klappt, noch gewinnen. Diejenigen, die nur mit den anderen interagieren wollen, denen es also nicht so wichtig ist, da eine Hierarchie festzustellen, Socializer. Da, wo es um die Sache geht, haben sie diejenigen, die da was schaffen, was bauen, das Ding
lösen, das Problem knacken wollen Achievers. Die wollen das Ergebnis haben. Die sind am Ergebnis interessiert, nicht so sehr am Prozess, anders als die Forscher. Die gucken sich an, die sind interessiert, was ist da alles, die wollen das Ding kennenlernen, erkunden, das macht denen Spaß, so sind die aufgestellt. Jetzt, wenn Sie das angucken, sind die Menschen nicht gleich verteilt. Was glauben Sie, ist die größte Population? In welcher dieser Kategorien fallen die meisten Menschen? Was würden Sie schätzen? Hm? Achievers. Was glauben Sie, ist die kleinste Population? Auch Achievers. Also die kleinste sind die Selbstdarsteller. Hm? Was glauben Sie, wie viele das sind? In Prozent etwa? 5%? 15? 1%? 1% sind primär dominiert durch ich will besser sein als die anderen. 1%. Die größte Population sind die Socializer. 80%. 80% machen Dinge, weil sie das mit anderen gemeinsam tun können. Auch zum Beispiel dieses Fallout oder World of Warcraft, diese ganzen Games, wo sie irgendwo den Gegner versuchen zu erschlagen. Das sind Leute, die treffen sich mit ihren Kollegen am Wochenende und machen solche Raids, bereiten sich davor, machen es als Teamjob. Das sind Socializer. Jetzt je nachdem, was Sie da für eine Population vor sich haben oder wenn Sie jetzt Ihren Kontext gestalten, um die verschiedenen Motivationsfaktoren unter Berücksichtigung dieser User-Types anzugucken, sollten Sie dafür sorgen, dass jeder da das findet, was ihn anspricht. Da gibt es Frameworks, da gibt es Modelle, die Ihnen helfen, da auf die entsprechenden Ideen zu kommen, das abzuklappern. Da haben wir jetzt hier nicht die Zeit zu. Aber das kann man machen. Wichtig ist einfach, dass man im Hinterkopf behält, dass natürlich nicht alle gleich ticken und dass man Design Thinking ist gefallen, sich überlegt, was hat man für Populationen, was hat man für Personas, die man typischerweise heranzieht. Und hier haben wir dann mal eine Liste von Dingen, die Sie denen anbieten können. Was spricht denn jeden dieser verschiedenen Typen an? Welche Aktivitäten können Sie dort offerieren, sodass die in der Interaktion mit dem System das erleben und auf diese Art und Weise an ihren intrinsischen Motivationsfaktoren bedient werden? Die dritte Komponente, ganz wichtig, ist die Geschichte, in die wir das einbetten, die Story. Dass das nicht eine Sammlung losgelöster Aktivitäten ist, sondern, das hat auch sehr schön der Herr Unterlandstädter heute Morgen erzählt, wohin sind wir unterwegs, auf welcher Reise befinden wir uns, worum gehen wir dahin, wie sieht das Bild aus? Das Arbeiten mit Metaphern, mit Analogien, mit eben Stories ist eine ganz essentielle und auch da können wir nochmal auf dieses Modell von Herrn Csikszentmihalyi zurückgreifen, der hat nämlich neben seinem Flow-Modell hat er auch diesen sogenannten Flow-Channel skizziert. Sie können nämlich, Sie haben zwei Achsen hier, den Skill-Level und den Challenge-Level hat er das genannt, also das, was Sie schon können und das, was das System von Ihnen verlangt oder die Umstände von Ihnen verlangen, das kann in drei verschiedenen Kategorien vorkommen. Das Beispiel, was Sie auch genannt haben, korrosive Energie, wenn Sie es übertreiben, wenn Sie da den riesigen Drachen an die Wand malen, aber nicht bei den Leuten das Gefühl besteht oder die Gewissheit, dass man dem schon irgendwie begegnen kann, ja, dann sind sie in der Frustration, dann haben sie Angst vor dem. Ne? Das mobilisiert nicht. Umgekehrt, wenn es zu einfach ist, ne, wird es langweilig. Also sie brauchen eine Balance zwischen diesen beiden Dimensionen, Skill und Challenge, und dann erst kann dieser Flow eintreten. Ist ein ganz wichtiger Teil. Ne, entsprechend User Journey, auch so eine Metapher aus dem Design Thinking. Sagen, ja, sie fangen halt irgendwo an, dann kommt ein Onboarding, Habit Building. Also so kann man auch diese anstrengende große Reise, auch das Erlegen eines Drachen oder das Gewinnen einer Prinzessin, vielleicht in kleine Etappen zerlegen, die jeweils überschaubar und machbar und auch operativ umsetzbar erscheinen. Den großen Berg abtragen, Sie kennen das, ne? Wie isst man einen Elefanten? Ein bisschen nach dem anderen. Lassen Sie mich schließen mit ein paar Gründen, warum ich glaube, dass an dieser Art von Arbeit für Führung, ne, dieses Chief Engagement Officer, kein Weg vorbeiführen wird. Zum einen mal ist das, was ich Ihnen hier gezeigt habe, angewandte Biologie. Das funktioniert bei jedem von uns, weil wir alle gleich gestrickt sind. Ne? Natürlich, jeder springt auf andere Sachen an, aber technically, Dopamin, Serotonin, das sind irgendwelche Hormone, die dafür sorgen, dass wir glücklich sind. Und das können Sie
messen, das können Sie wie auf einen Knopfdruck auslösen. Sie müssen das ein bisschen verpacken, Sie müssen eine Geschichte machen, das ist auch nicht so mechanisch, wie sich das hier jetzt auf diesem Bild darstellt, aber Sie haben die gleichen Voraussetzungen bei jedem Menschen, mit dem Sie, den Sie bewegen wollen, den Sie motivieren möchten. Dann nochmal vielleicht das Bild zurück, oder? Reality worst game ever. Es ist nötig, dass sich was ändert auf der einen Seite, also von daher ist da eine große Bereitschaft, sich auch vielleicht auf neue Sachen einzulassen. Und was dazu kommt, wir haben das Stichwort Generation Y ja auch schon gehört, ne? Die wachsen so auf. Ne? Das heißt, erstens kennen die diesen Kontext mit Spielen, die sind gewohnt auch, ne? Nicht einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch zu haben, sondern wirklich schnelle Feedbacks. Diese Designkomponenten, mit denen werden die jetzt heranwachsenden Generationen, die werden groß mit denen. Das ist einerseits eine Challenge für die Unternehmen, die das bedienen müssen. Das ist aber auch eine Chance, auf der sie aufbauen können, weil die Leute kennen das, die wollen das, also können sie sie dort bedienen und auf diese Art und Weise Instrumente in Anschlag bringen, die bei älteren Generationen vielleicht noch nicht so einfach oder vielleicht mit mehr Vorbehalten eingesetzt werden können. Interessanter Punkt, ich rede hier viel, oder ein ganz wichtiges Kernelement von diesen Mechanismen ist das permanente Feedback, die Rückmeldung. Und da haben wir heute unglaublich viele Informationen und Daten verfügbar, die als Rückmeldungskanal, als Information, die zurückgefeedet werden können, gebraucht werden können. Die App, die vorhin vom Stefan Grabmeier gezeigt wurde, einfache Sache, ich sammle Informationen, kriege das sofort zurückgemeldet, weiß tagesgenau, das war gut, das war ein Highlight, die Leute haben es gut gefunden. Ganz viele Informationen und Daten an verschiedenen Orten über, wie wirkt das bei Kunden, wie kommt das an Mitarbeitern an, sind da und können genutzt werden, um entsprechende Feeds, um entsprechende Rückmeldungen, um für diese extrinsische Dimension die Daten zu liefern, die im Vorankommen dokumentieren, genutzt zu werden. Das wären meine Ausführungen, die Gründe, warum ich glaube, dass wir an dieser Rolle nicht vorbeikommen. Und ich lade Sie herzlich ein, sich mal mit dem Gedanken ein bisschen auseinanderzusetzen und vielleicht sich dann mal in der Rolle des CEOs nicht verstanden als Chief Executive, nicht als Ausführender, sondern als Designender, als Engagierender, als Motivierender in Ihrer Organisation oder auch in Ihrem Change-Prozess zu sehen. Herzlichen Dank.